Wir treffen uns heute, um mal rein zu sneaken, was so los ist im neu sanierten Ruffini-Haus. Das Erdgeschoss erstrahlt schon in seinem altgewohnten Glanz. Wir haben als Landeshauptstadt München fast 35 Millionen Euro in die Sanierung des Ruffini-Hauses gesteckt. Wir haben auch ein bisschen Fördermittel von externen Stellen bekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Den größten Teil hat aber der Münchner Stadtrat sich entschieden, hier mitten an den Rindermarkt zu bringen, damit auf der einen Seite im Erdgeschoss wieder neue Läden einziehen können und teilweise natürlich alle Läden, die dort vorher waren, auch wieder zurückkommen können. Und dann wird es in den Stockwerken oben drüber in Zukunft Büronutzung geben und da auch eine ganz besondere. Es soll nämlich für die Kreativwirtschaft für eine gewisse Zeit auch eine Anlaufstelle hier mitten im Herzen der Stadt entstehen. Gut, dann schauen wir uns mal die Läden an. Und ich bin gespannt, wie die Sendlinger Straße sich entwickelt wird, nachdem sie ja jetzt nun auch Fußgängerzone ist. Ja. Das macht sicherlich einen Unterschied, aber da bin ich schlicht und einfach gespannt. Also wir lassen uns dabei und freuen uns das auch zu sehen. Ganz herzlichen Dank für die vielen Worte. Ja. Auch, dass wir spitzeln dürfen, auch wenn noch nicht alles geklärt ist. Ich glaube, das macht es gerade spannend. Am besten wäre es, wenn wir Sie alle einladen dürften, wenn wir eröffnen. Weil dann können Sie antworten. Und dann kriegen wir hier recht eine sehr prominente Stelle. Ja, genau. So wie es uns gelernt worden ist von unserem Ladenrichter, der da steht. Das ist die sogenannte Aachnecke. Wer ist der Ladenrichter? Ja. Hallo, grüß Sie. Und das an der Stelle. Also da sind wir sehr froh, weil das sicherlich auch sehr wertig wirkt. Und wird dann hinten die Wand hochgezogen oder bleibt das ein halb hohes Element? Das bleibt halb hoch. Und die Wände werden tatsächlich so, wie wir es vorher hatten, in dem, was wird denn für Frage? Türkis? Petrol? Petrol wird das alles gemacht. Ja, wir haben auch Untersuchungen hier drin. Also ja, Messungen. Ja, machen wir. Ja. Wir haben das am Boden aufgezeichnet. Der Raum wird in der Mitte getrennt. Da geht die Tür nach hinten in den hinteren Bereich, machen wir links die Außenausbestimmung und rechts auf unsere Werkstatt. Soweit man das hier. Also, hier wird dann tatsächlich auch Möglichkeiten, dass man das im Netz aufsetzt und probiert mit Kameras und dergleichen. Aber letztlich braucht man auch ein Gefühl dafür. Jeder, der Brillenträger weiß, auch, dass man sowas aufsetzen muss. Und wir haben ja auch schon vorausgerichtete Brillen, die wir dann eben aufsetzen, damit der Kunde schon ein möglichst gutes, angenehmes Gefühl hat. Und gerade auch bei Frauen oder auch bei Herren im gleichen Maße bestimmte Farben und Dinge zu sehen. Also das geht letztlich nur physisch am Körper. Ja, und auch die Seite. Also ich finde auch den Seitenblick extrem wichtig. Alles ich bin selber Brillenträger, aber ich bin immer so eitel, dass ich selten Brillen. Es sind wenige Prozent, die offensichtlich im Internet laufen, aber ich sage einmal, letztlich schon auch was, was wir sicher monetär etwas spüren. Ja. Wobei ich immer. Okay. Wir sind nun die dritten Eigentümer. Die allerersten war ein gewisser Herr Niel mit seinen beiden Töchtern. Die haben damals in Nymphenburg gewohnt. Die hatten das von 28 bis 61 und von 1961 weg bis 2007. Was unser Namensgeber Messbacher, der Herr Messbacher, der mittlerweile verstorben ist und seit 2007 haben es wir übernommen und haben noch recht viel Lust drauf, ehrlich gesagt. Dann ist das für Sie ja auch gut, weil es eine richtig gelernte Adresse ist. Auch. Wir haben jetzt vor allen Dingen in der Situation gemerkt, dass wir die Stammkunden, die haben uns sozusagen das Überleben gesichert, finanziell und vom Unternehmen her.